tolle Sänger, wie wir sie heute auf der Bühne sehen. Ein gut zusammengestelltes Programm, das heute auch der Fall ist. Und ja, das wär's dann schon. Also ein ganz einfaches Rezept für ein Musical. Genau ein solches feierte kürzlich in Wien Premiere. This is the Greatest Show vereinte gleich 5 Musical-Hauptdarstellerinnen auf der Bühne. Ich finde es ein unglaublich versiles Stück. Es spricht eigentlich alle Facetten und Farben der Musik und halt eben auch der Menschlichkeit an. Ich entspreche natürlich nicht so der Norm, wie man so sagt, gerade im Musical-Business. Es ist alles schlank, groß, am besten noch blond. Ja, ich war da schon immer ein bisschen kurioser, aber ich habe mich nicht beirren lassen, meinen Traum zu verfolgen und deswegen bin ich jetzt hier. Wer an seinen Träumen nicht festhält, der hat ja schon verloren. In echt träume ich sogar viel, dann schreibe ich mir das auf. Ich habe sowieso neben dem Bett was zum Schreiben, weil ich auch immer phasenweise tatsächlich ein Wunschbuch habe, weil das einfach eine sehr positive Message ans Universum ist. Heute habe ich mir sicher gewünscht, dass diese Premiere gut läuft. Man muss vor allem auch neue Träume erzeugen, um in Bewegung zu bleiben. Also ich habe ja eine Wunschliste mit 40 Träumen drauf. Was steht ganz oben auf dieser Liste? Meine Kinder besser zuhören. Ich bin Vater von 2 jungen Menschen. Es ist mein Job, nicht cool zu sein. Ich habe meine Tochter im Einhorn-Onesie von der Schule abgeholt. Du kommst an und die Kinder sagen, Dad, ich habe Freunde. Bitte tu sowas nicht.